So, und herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Easy Style. Heute spiele ich mal was ganz anderes. Kein Shooter, kein weiß ich auch immer. Heute gibt es mal Yu-Gi-Oh! 5DS Decade Duels Plus auf der PS3. Gibt's nur für die PS3. Ist auch kein langes Spiel. Kurz eine Gruppenphase. Dann geht's wieder weiter mit 3 oder 4 Duellen und dann ist schon wieder vorbei. Ja, ich zeige euch mal ein bisschen das Spiel in 3-4 Videos. Und wenn ihr mehr wollt, bewertet es, lasst einen Kommentar da. Und ja, starte ich mal, Einzelspieler. Hier kann man auswählen zwischen weiblich oder männlich. Ja, natürlich männlich. So, der Rex Godwin. Ich bin Rex Godwin, der Leiter der Sicherheitsabteilung in New Domino City. Ich habe auch dieses großartige Duell zu Ehren dieser Zeit des Friedens organisiert, mit der wir gesegnet wurden. Dein Status und dein Vermögen zählen hier nichts. Vor uns liegt nur die Freiheit, echte Freiheit. Durch eine faire und unparteiische Auslosung wurdest du aus den Bewohnern dieser Stadt ausgewählt, um am Fortune Cup teilzunehmen. Da ist nichts über deine Fähigkeit bekannt. Wenn du möchtest, kannst du dich einem praktischen Training unterziehen, bevor du am Wettbewerb teilnimmst. Da ich schon oft genug Yu-Gi-Oh! Gespielt habe, auch in früheren Zeiten mal, brauche ich das Training nicht. Ich weiß eigentlich so gut wie alles, bis auf ein paar neuen Karten, wo ich jetzt echt nicht weiß, was sie tun. Aber das kriege ich auch hin, mit den ganzen Synchro-Beschwörungen, naja, bla 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 halt. Nein, kein Training. Viel Glück! Kommt der MC, endlich ist es soweit, möge der Fortune Cup beginnen. Welche diese Duellanten wird es wohl bis ganz nach oben schaffen? Lass mich als erstes erklären, worum es bei Fortune Cup geht. Der Cup ist diesmal in der Vorrunde und ein K.O.-Turnier unterteilt. In der Vorrunde kämpfen 4 Duellanten pro Gruppe. Der Sieger qualifiziert sich dann für das K.O.-Turnier. Duelle in der Vorrunde werden im Einzelmodus ausgetragen. Wenn 2 oder mehr Duellanten dasselbe Ergebnis haben, wird der Gruppengewinner durch die Auswertung der Gesamtpunktzahl bestimmt. Jetzt ist der Zeitgruppen für die Vorrunde bekannt zu geben. Die folgenden Duellanten werden deine Gegner sein. Jetzt sieht man meine Gegner. Oben links natürlich ich. Und jetzt im ersten Duell der Vorrunde des Fortune Cups. Es tritt an Easy Style gegen Ben. Dann nehme ich mein Vernichtungsdeck. Das ist ein komisches Mischmasch-Deck mit viel Angriff und ein paar Defense. Aber mal schauen. Und viele starke Fallenkarten. Da man leider schlechte Karten immer kriegt, ist es schwer, ein gutes Deck zusammenzustellen. Jetzt wie immer, Schere, Stein, Papier, das ist alles wie gewohntes Spiel. Und wir verlieren gleich. Na, wer darf beginnen? Na, okay. Wir als Zweiter. Und es ist nur ein Spiel. Nicht 2 von 3 Runden gewinnen. Da es nur eine K.O.-Turnier ist. Dum, 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 dum. Naja. Jetzt Defense, weniger Angriff. Schauen wir mal. Und ein mystischer Raumtyphon. Na, setzen wir den einfach gleich ein. Nehmen wir die. Was ist das? Ah, will er mich zerstören. Ja, super. Wow, das hat es so gebracht. Setzen wir den als Verteidigung und den verdeckt und beenden unseren Zug. Nein, ich möchte nichts aktivieren. Nein, ich möchte immer noch nichts aktivieren. Ja, Video war damals ziemlich geil. Habe ich auch in echt gespielt. Aber mit der Zeit konnte man es hier einfach nicht mehr spielen. Schade eigentlich. Aber schauen wir mal. Die D-Warrior. Nein, die... Nix. Hopp, 400 Schaden. Verteidigungsmodus durch den Effekt. Nein, ich will nichts. Nein, ich möchte nichts machen. Nein. Darf ich endlich? Ja. Oh. Wir haben einen Reflektor Lump gezogen. Der Effekt ist ziemlich cool. Aber schauen wir mal. Greifen wir, greifen wir. Ihn da an. Oh, was hat er? Na, verbannt mein Monster. Das ist sehr nett, muss man sagen. Hier habe ich hier Mainphase 2, legen noch reißende Tribut und beenden unser Zug.
und warten, was der Gegner macht. Die Mucke ist auch ziemlich cool. Aha. Okay. Okay. Ja, Frage. Friede, Feuer, Eierkuchen. Oh, jeder Spieler kann nachher Helfmeister und Spezialbeschwörung von Monstern und oder einem Effekt der Monster als Verschwörung beschwört zu annullieren und die Karte zu zerstören. Super! Schweinerei! Den hätte ich Spezialbeschwören können, aber das verhindern wir ja, dann machen wir einen Freigiebbecher. Schmeißen uns einen Empfänger weg. Schmeißen den kaputt. Weg. Setzen den als Spezialbeschwörung, da er zwei Kriegermonster hat, darf ich den als Spezialbeschwörung beschwören. Nein, ich möchte nichts den verdecken mehr. Setzen seinen Effekt ein. Ich muss überlegen, er hat ja auf den Friedhof gelegt, wird er verbannt. Okay, Effekt aktivieren. Von der da. Damit sie nicht uns verbannen kann, wenn wir sie angreifen. In die Battlephase. So, tot. Oder? Nein, ich werde verbannt wahrscheinlich wieder. Ja, klar. Wir haben heute so ein Glück. Das ist unglaublich. Das ist faszinierend. Was für ein Glück. Oh, King Rairo, der ist cool. Das Monster ist geil, aber kann man auch nichts machen. Wieder einen Empfänger. Wir haben 2 Sterne, 6 Sterne. Wir könnten Synchro-Beschwörungen machen. Aber ob das so eine gute Idee ist? Nein, schlechte Idee, weil er könnte ihn zerstören. Shit happens, ne? Na dann wende ich meinen Zug. Wart ab. Dumm. Oh, haben wir 1,9 aufgezogen. Stirbt wahrscheinlich hier gleich. Ich mein Glück kenne. Nein, wir kriegen einen getötet. Wenn nun unser Zug. Oh, scheiße. Und beide entfernt. Ehrung der Verdammten. Na, bringt noch gar nichts. Nur noch ein reisenden Tribut. Mal was gescheites Ziel wäre gut. Oh, Kettensägen im Set. Bin ich zwar nicht das beste Monster, aber eine starke Attika haben wir nicht dort. Oh, ja, klar. Dann gehe ich halt in die Verteidigungsposition. Juhu! Ja, er zerstört ihn. Zack. Dann eine Karte ziehen. Setzen wir den. Und langsam regt mich auf. Ja, klar, jetzt hat er die zum dritten Mal. Wir müssen jetzt verkackeiern. Mensch. So will mich das Spiel verarschen. Genau so. Ja, genau. Mach weiter so. Dann haben wir den schädelsuchenden Ritter. Greif mal. Hat er noch Schrumpfen. Ja, klar. Die Decks sind so overpowered von den Gegnern. Die sind voll aufeinander abgestimmt. Ja, Lichtschwerter. Super. Nein. Leg ein Monster, komm. Leg ein Monster. Ich hab gesagt, leg ein Monster. Bald. Klar, denn, oh.
Lucky Submit. Wiedergeburt. Aber ich will Lichtschwerter. King Rai Ru, komm, geh. Wiedergeburt. Gar nichts. Da alles von mir verbannt ist. Und Gehirnkontrolle. 5 Sterne. 5 Sterne habe ich nichts gescheites. Das ist doch nicht wahr. Da zieht nur Müll. Bam. Der Goblin-Angriffstrupp stirbt eh gleich. War so klar. Wieso habe ich das nicht? Ah. Da auch wenigstens die Karte. Ah. Unten. Oh, Monster. Ich brauche Monster. Ja, und noch mehr fallen, oder was? Mensch, fressender Käfer. Und nochmal ein King Raiu grün. Stirbt jetzt eh. Ja, und? Spielzeit hier später angefangen worden. Okay. Muss ich jetzt zwar nicht checken, aber ich sterbe eh gleich wieder. Auch ein neues Angriff und Spiegelkopf. Hat noch gefehlt und magische Zylinder fehlen noch. Aber langsam wird es echt unfassbar. 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 Nee, echt unfassbar. Ja, das zerstört mich. Ich muss was tun. Ich muss was tun. Zwar sterben. Stirbt meiner gleich wieder. King Rai Rü. King Rai Rü. Immer gut. King Rai Rü. Er lebt noch. Er lebt noch. Und? Ich komm durch. Ein Weltwunder. Breaker. Der Breaker, den zerstöre ich mit einem Breaker. Haha. Wohnlose Fallgruppe. Komm jetzt, starkes Monster. Zack, 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 zack. Angriff, Angriff, direkt auf seine Lebenspunkte. So kann ein Zug sich in die Länge ziehen. Oh. Uncool. Setzen wir, setzen wir. Attack. Magischer Zylinder. Zack. So, hoffe ich krieg's jetzt beendet endlich. Aktivieren wir, werfen wir ab. Und er hat das. Flip. Handkarten abwerfen. Oh, ha!
Da muss ich ja opfern. Oh, das habe ich ganz vergessen. Egal, wir haben das Duell gewonnen. Mit King Rairö. Und wir haben gewonnen. Jetzt kriegen wir ein paar Karten. Zwar nichts Besonderes wahrscheinlich, wie immer. Sehr interessant. Sehr interessant. Sehr interessant. Totaler Schrott. Nee. Nein. Nö. Nein. Ja. Dann würde ich sagen, das war's mit dem ersten Part. Wenn es euch gefallen hat, bewertet ihn, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns im zweiten Part von Yu-Gi-Oh! 5DS. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.